Oh, hallo, was macht das hier? Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Eine alte Antriebsturbine, okay. Eine Klappe. Ein Tank. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Okay. Und das Da haben wir hier? ja den Salat. Der Tank ist leer. Okay, nichts im Tank und hier müsste ein Stromumkehrer rein, sagt er zumindest. Schauen wir mal, was denn das Ding überhaupt hier gleich macht. Ja, Ich bin's, Rufus. bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Was? Und warum sind die Geräusche hier gerade so leise? Ich gucke gerade ganz kurz meine Einstellung, damit wir das auch hören. Drehe ich einfach die Effekte mal so ein bisschen hoch. Und die Musik ist auch ganz schön leise, oder? Vielleicht gibt es ja auch einfach gerade keine Musik. Es ist einfach mega leise, ich weiß aber nicht warum. Falsch, Aber falsch. verdammt. Ach so, wir geben das so nacheinander ab. Okay, was war das mit Plus, Minus, Plus? Also, ich mach mal 3. So, und dann machen wir ja mal Minus 2. Keine Ahnung. Falsch, Aber falsch. verdammt. Ach so, ich darf nur maximal 5-mal klopfen, oder wie? Warum gibt es hier keine Anleitung dazu, Poki? Hier sollte vielleicht ursprünglich die Anleitung sein. Verlassen und überspringen. Aber wir überspringen das nicht, wir wollen das machen. Wie ist das denn, wenn ich das so mache? Dann so. Falsch, Aber falsch. verdammt. Hä? Okay. Falsch, Aber falsch. verdammt. Ich verstehe gerade nicht. Ah nee, das war ja falsch. Das hatten wir ja schon. Aber Ja, falsch, ja, ja. verdammt. Mal kurz. Ich möchte hier mal ganz kurz raus. Plus, minus, plus. Plus, minus, plus. Was soll das denn heißen? Also die ersten. Wie ist es denn, wenn ich jetzt hier 4-mal klopfe? Falsch, Aber falsch. verdammt. Okay, also ich kann 5-mal klopfen. Und das, was ist es? Plus, minus, plus. Das ging. Falsch. Aber verdammt. Ich würde sagen, wir machen erstmal was anderes und gucken uns mal hier um. Können wir vielleicht Goon das hier geben? Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen. Ich höre.
Das kennen wir ja, was er sagt. Was sagt denn Goal dazu? Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, minus, plus? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber das sollte nicht so schwer zu entschlüsseln sein. Immerhin hat sich Janosch das ausgedacht. Können wir vielleicht das ihm geben? Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Was machen wir denn damit? Könnte hier vielleicht jemand... Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, minus, plus? Klingt nach einem mathematischen Problem. Zum Glück bin ich ein Profi auf diesem Gebiet. Ich hatte nämlich schon immer Probleme mit Mathematik. Hast du eine Idee, wo sich dieser Janosch verstecken könnte? Hatte er nicht was von Porta Fisco gefaselt? Ach ja. Ja, Mathe ist natürlich auch mein unglaubliches liebstes Lieblingsfach, ja. Aber das muss man doch hier irgendwie aufkriegen. Ich probiere das nochmal. Das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Ja, da haben wir doch aus Versehen das Minispiel übersprungen. Ich wollte jetzt hier irgendwie einfach nicht Ewigkeiten rummachen. Ich hab's nicht gerafft und ich weiß, ich hab das vorher schon nicht gerafft. Alles sehr seltsam. Okay, da passiert nichts. Rubusch! Sehr gut. Oh, warte mal. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2, unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau, warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Er richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Geschint doch Bildo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwachen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Oh, es gab also mal eine 27 und das Erste, was ich jetzt tue, ist nochmal ganz kurz in den Einstellungen, die Musik ein bisschen runterzudrehen. Wir haben hier doch ein bisschen laut gerade eben. Das Boom hier finde ich außerdem sehr schön. Und was auch immer das hier innerhalb des Fisches ist.
Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Sehr nett, diese. Sympathisch, wie immer. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Okay. Das wird uns sicher einen Vorteil bringen. Was mache ich denn mit den Bananen? Das wissen wir noch nicht. Delfine. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Okay. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Wow! Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja. Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Oh, eine richtige. Also, zwei Drittel davon. Oh, fies. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Bedimm. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Ja. Ich weiß nicht. Toni kann ihm halt echt extrem gut Konter geben, ne? Obwohl Goal auch nicht schlecht ist. Aber im Moment haben wir nur zwei Drittel von ihr. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter-Werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ich mag sie. Ich mag sie einfach. Sie hat so eine bestimmte kernige Sympathie einfach, die sie darüber bringt. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel. Das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja. So gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Ich mag das so sehr, die Dialoge zwischen den beiden sind der Hammer. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Ein bisschen. Verdammt. Mist. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch...
Gibt es Probleme, Rufus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuleichen. Aber... Kein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Best day ever. Okay. Ich finde außerdem den Overall sehr schön. Was? Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch. Rekrut? Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut? Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal. Das ist es wert. Es macht einfach zu viel Spaß. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! You were killed by an ugly dragon, utterly overpowered by the sheer evilness of this hideous creature. Our dear hero perished and was no more. Quit, new game, restore. Okay. Und wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Ich glaube, wir könnten noch mal eine gepatzt kriegen. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Schade. man kann hier ganz viele Sachen jetzt auswählen. Wir sollten sie auf jeden Fall nicht nochmal zur Weißglut bringen. Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Ja, was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Ich habe die Befürchtung, irgendwas wird den Babys passieren. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Ja. Das hatten wir schon. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Badum. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Toni, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut. Aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Seht mich an, ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Das könnte natürlich sein. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Okay, nett. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht
funktioniert, wa? Nope. Die zwei, ohne Scheiß, die haben, die, ich glaube, die liefern mir meine liebsten Dialoge. Die sind so super zusammen.